Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei den Milden Jungs. Heute habe ich euch einen kleinen Roguelike Dungeon Crawler mitgebracht. Und zwar Have a Nice Death. Habt ihr ja schon selbst gesehen, da spielt man den Tod. Allen Anschein nach hat man seinen Untergebenen ziemlich viel Arbeit aufgebürgt. Und jetzt geriet alles in Chaos. Also sollte der Tod mal lieber nicht seine Pflichten so vernachlässigen. Es ist ein Roguelike, was heißt das? Ein Roguelike sind Games, bei denen man immer wieder von vorne beginnt. Also man geht durch, kämpft gegen ein paar Mobs und nimmt dann immer irgendwas mit, wodurch man sich verbessern kann. Also hier in dem Fall gibt es jetzt hier die Goldbahn, mit denen ich mir neue Sachen kaufen kann. Aber nicht muss. Ja, und ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und gehen direkt mal rein. So, hier sind wir auch schon angekommen. Man hat anfangs Main Mechanics quasi oben links, die Waffe. X ist die Standardsense, die hat man anscheinend immer. Man kann noch andere sich freispielen, allen Anschein nach, aber auch keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dann gibt es hier verschiedene Fähigkeiten. Jetzt hier das Gift. Und B haben wir noch nichts, wie man finden kann. Manche Fähigkeiten wie das Gift verbrauchen Mana, das sieht man, das ist das Grüne unten. Und das füllt sich von alleine wieder auf. Unter meiner Sense ist eine Art Wutanzeige. Die ist dann quasi ein verstärkter Angriff, den kriegt man, wenn man lang genug auf die Gegner draufklopft. So. Hier sind auch schon die Hände, die noch streifen. Die Bahn ist einer der Gegenstände, die man mitnimmt, die man eben vielleicht noch gesehen hat. Vielleicht habe ich nicht gezeigt. So, weitere Bahn. So, den Wutangriff hat man auch schon vollgeladen, aber den geben wir uns nochmal auf. Hier kommt ein Heini, der verkauft uns quasi Flüche oder bietet uns Flüche an, da können wir einen nehmen. Mit verschiedenen Fähigkeiten.
Terminierung. Okay, zerschneide einen Gegner aus der Ferne. Das passiert immer, wenn ich jemanden töte. Ursache vorübergehend plus 25 Schaden, wenn du ein Anima verbrauchst. Ich glaube, das wären Heilungen. Das sage ich für später noch. Und Zauber versuchen 10 Schaden. Zauber sind quasi die auf Y und B, die wir mitnehmen können. Würde ich mal sagen, nehmen wir erstmal den Zauber mit. Das klingt auch sehr gut. Ganz cool gemacht in die Game ist es mit den Fahrstuhl. Wir gehen quasi von oben immer weiter nach unten und dann haben wir die verschiedenen Abteilungen, wo wir einen auswählen können. Wir gehen mal ins Ausrüstungslager, weil wir dann eine weitere Fähigkeit bekommen, die wir noch nicht besitzen. Gerade haben wir ja nur dieses Gift und vielleicht kriegt man noch was ganz Cooles. Ist auch besser, wenn man alle belegt hat. Manche Fähigkeiten verbrauchen nämlich auch kein Mana, sondern da kriegt man nur Cooldown auf und das wäre natürlich ideal. So. Hier ist mal eingesperrt. Das ist ein Art Wellenraum. Mach ich gleich mal die Spezialangriff. Man sieht. Ist sehr stark. Sieht, dass der Spezialangriff sehr stark ist. Und hier gibt es eine kleine Belohnung, nachdem man den Raum klärt. Ja. Keine Ahnung, was das macht. Ich habe alles gescannt. So, Feuer, Feuer. Okay, verbraucht auch Mana. Manche Fähigkeiten haben andere, wenn man in der Luft ist. Jetzt hier nicht. Schauen wir einfach mal. Ja. Wir haben einen Zwischenboss, den können wir gleich mal uns mal angucken. Also hoffentlich sterben wir nicht sofort, das wäre ziemlich blöd. Das wäre dann eine ziemlich kurze Aufnahme. So. Wir kämpfen gegen den Hausmeister. Ich vergib mir einfach immer schon aus der Ferne. Jeder hat es anscheinend angezogen. So, das Vergiften macht natürlich richtig schön Schaden over time. Andrea weniger. Gucken, was das ist. Oh, es ist ein Giftballon. Okay, das war ganz cool. Okay, das war jetzt so ziemlich einfach jetzt noch. Durch. Das Kämpfen aus der Ferne. So, das ist Heilung. Die wir oben haben, die. Wollen wir gleich mal am nächsten. Immer noch, zerschneide einen Gegner aus der Ferne, verursache vorübergehend plus 25 Schaden, wenn du den Anima brauchst. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die wir haben. Und das ist hier. Vergeltung üben, regeneriert 10 Mana. Der Bonus ist ein Ruf gebunden. Also es wird dann so ein Negativ-Stat sein. Hm. Ja, Vergeltung ist, wenn man Schaden bekommt. Das will ich jetzt eigentlich nicht so, dass dann Mana kriegen. Dann nehme ich mal Terminierung mit. Vermutlich ganz gut, wenn man mal gegen Bossfights kämpft. Bossfights, gegen Wellenfights. Schatzkammer, Ausrüstungslager. Schauen wir uns mal die Schatzkammer an. Ja, schöne Fahrstuhlmusik, gefällt mir. So. Jetzt sehe ich hier gerade keine Gegner. Das ist ziemlich ungutes Gefühl. Okay, man hat gerade gesehen, als ich den getötet habe, die Frau, dass hier oben das Buch verstorben ist. Oder Wellenraum. Kann man gleich mal den Feuerangriff machen. Und eine ganz schöne Fontäne ist das.
Kaffee halt auch. Ja, Giftbombe. Giftnebel bewirkt vergiftet. Vergiftet dauert erhöht um. So, man sieht auch wieder, kostet Mana. Wenig Schaden, aber. Wollen wir jetzt mal an? Okay, wirkt jetzt nicht so, als würde mir das gefallen. Dann nehmen wir es nicht mit. Haben wir wieder unser schönes Feuerfeuer. Obwohl ich sagen muss, dass mir da eigentlich die Giftbombe mehr gefällt. Also die kleinen Viecher haut man halt einfach mit der Sense um. Viel schneller. Und die Giftbombe ist halt besser gegen Boss. So, direkt. Okay, einmal in den Laden. Und danach dürften wir auch schon beim Boss sein. So, den Giftnebel. Wenn wir mal reinwerfen, dann gibt er uns Geld quasi. Zieht der Lade. In den Brunnen. Und hier können wir jetzt was nachkaufen. Nehme ich mal einfach die Heilung mit. Den Hammer kann ich überhaupt nicht leiden. Deswegen habe ich ihn da gelassen. Und jetzt sind wir auch schon beim Boss. Anscheinend heißt er Brad. Da schon dekoriert. Ja. Sinnloses Geschwafel. Mal gucken, was der so kann. Oh, wird Steine. Da scheint aber keiner. Ah doch, da kriegt man gut Schaden. Ich dachte schon. Haben wir Schaden bekommen? So gut. Und unser Giftballon. Setzen wir mal und wir probieren auszuweichen, obwohl ich heile mich mal schnell. Oh. Ganz viel Leben verloren. Bleibe ich mal auf Abstand. 5 Leben haben wir noch. Also mit nächsten Angriff werden wir tot. So. Und besiegt. Ganz knapp. Anscheinend arbeitet unser Sicherheitsdienst jetzt wieder. Haben wir hier? Ah, okay, erhöht das maximale Leben. Aber leider keine Heilung bekommen. Roman-Angriffe sind quasi hier auf Y und B, so wie ich es verstanden habe. Das kann ich aber noch nicht ganz sagen. Keine Ahnung. Seelen ist die. Ob das sind die Seelen, die ich jetzt hier im Run verwenden kann, um im Shop einzukaufen. So eine neue Ebene. Das ist der Kühlschrank. Okay, anscheinend haben wir einfach Essen bekommen. Nehmen wir mal hier Heilung. Ah, hier macht jetzt auch das Prisma Sinn, was wir bekommen haben. Gut, gleich verwendet. Was hier verwendet? Nee. Ein kleinen Anima für... Ja, Anima. Überraschung.
Keine Ahnung. Jetzt kann man hier anscheinend auch noch eine Ebene wählen, die wir nehmen. Und nächsten roten Fluch aufwerten. Ich habe, glaube ich, keinen mitgenommen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so geil, dass wir runtergegangen sind. Ich glaube, damit kann man die Flugkarten aufwerten und die besseren vermutlich. Also die besseren sind halt die, die ja auch Negativ-Effekt geben. Sollte man zumindest meinen. Der. Oh. Okay, der explodiert selbst. Da muss man vor aufpassen. Ist er eingefroren? Oh, ein Wurm, der weint. Oh, eine Pommes anscheinend, die weint. Oh Gott. So, ich weiß nicht, ob der einen Schaden zufügen kann, wenn er explodiert. Schauen wir uns das mal weiter an. Das darf mit... Weiß ich nicht, was hier drin ist. Pommes macht nichts außer zu weinen oder so. Okay. Sie erledigt mit der Pommes. Das schießt. Nächste Ebene. Ich brauche nochmal Heilung. Gehen wir ins Personalbüro. Keine Ahnung. Echt wenig Leben, deswegen. Das ist auch schon Haupt- oder ein großes Problem bei Warcraft Games. Das zieht sich halt immer, ne? Man darf halt so wenig Schaden wie möglich kriegen, wenn man nicht Heilung findet. Neue Fähigkeit. Ein Bogen. So, der ist schon ziemlich stark. Nehmen wir mal für den Feuerball mit. Brauche ich ja jetzt nicht mehr. Oh ja, das war eine richtige Entscheidung, den Bogen mitzunehmen. Macht schon ordentlich der. So, weiter. Hält vorübergehend. Ibuprofen. Okay. Also es hat jetzt unser maximales Leben gefüllt und das zieht sie jetzt Stück für Stück wieder ab. Was es uns gegeben hat. Weiteren Fluch. Achso, die kann man jetzt aufwerten. Er hatte plus 5 Chance auf Hinterhalt. Und Hinterhalt von hinten angreifen, kriegt man mehr Schaden. Ja, ist jetzt nicht so geil. Find Abbringungszeit verringert schon besser. Schießt mehrere zielsuchende Raketen, wenn man jemanden terminiert. Weiß nicht, wie viel Schaden zu fügen. Wir nehmen das einfach mal. So, und jetzt ist ein Flug, kommt mit. Einfach mal gucken, wie das ist. Die Abteilung für Vitam und Mana, wir hätten gerade wieder einen Zwischenboss fighten können, aber...
Erstmal wäre es gut, wenn man sich heilt. So. Das sind die Raketen. Okay. Hey, zum Glück keinen Schaden bekommen hier. Was hier? Hier wieder in Wellen. Ich sehe keinen Hub mehr, was mich ziemlich verwirrt. Ja, gar nicht, wie viel Leben ich noch habe. Weiß nicht, ob das Absicht ist oder ein Spielfehler. So genug für den Spezialangriff hätte ich gehabt. Ich hoffe einfach mal, dass es nach der Ebene wieder geht. Wenn nicht, hätte ich ein Problem. Wenn ich nicht mehr weiß, wie viel Leben ich habe oder was ich mir kaufen kann. Was ich gerade eingesammelt habe, hat maximal Mana erhöht. Also, ja. Nicht zu man nicht Nein sagt, ne? Der Fall braucht leider keinen Mana, also nur die Giftwolke. Abteilung Buchneuwürfel. Würfel. Ja, können wir mal reingucken. Manchmal gibt es ja auch etwas, was den Negativwert quasi entfernt. Halt irgendwelche. Ich habe keine Ahnung, was der Negativwert war. Was passiert? Und wir sind gestorben. So, das war eine kurze Runde. Have a nice death. Warum wir den Lebensbalken am Ende nicht mehr gesehen haben, ist mir schleierhaft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr gern mehr Have a Nice Death oder andere Roguelike-Games sehen wollt, könnt ihr es gerne schreiben. Und ansonsten bis zum nächsten Mal, eure milden Jungs.